Herzlich willkommen zur neuen Folge Ratchet & Clank. Mein Name ist Rudy McVan. Letztes Mal waren wir in der Höhle stehen geblieben. Und ich wollte euch jetzt zeigen, wir hatten hier die neue Karte, die Holo-Karte aufgesammelt. So, dann öffnen wir mal das Paket. Okay. Was haben wir Neues dazu bekommen? Zur Schmelzgranate haben wir jetzt zwei neue. Zur Protonentrommel eine neue. Das war's. Unten links sehen wir die Anzahl der Duplikate. Das heißt, wenn wir fünf Duplikate haben, können wir die fünf gegen die fehlende Schmelzgranatenkarte austauschen. Du hast Aber hier genügend Bolts für einen Pyrozitor. Und weißt du das wäre was? Ich später. habe einen auf Lager. Okay, dann gucken wir uns mal kurz die Waffen nochmal an. Stufe 1, Stufe 1. Bis jetzt haben wir noch keine Upgrades. Okay, Münzen haben wir 3800 ungefähr. Das heißt, bei 4000 gibt es hier diese Protonentrommel. Gibt es hier Kisten? Nein, dann weiter. Hier unten ist nichts. Okay. Okay. Dann sind wir wieder am Anfang. Sehr gut. Etwas Munition voll. Okay, welche Strecke sind wir schon mal gegangen? War das diese Strecke hier? Ne, die sind wir noch nicht gegangen. Wir sind die andere Seite gegangen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Finde jemanden, Vorsicht! der dir dabei hilft, den Schiff zu reparieren. Mein Schiff zu reparieren. Oh, Schacht. Jetzt haben wir schon die 4000 voll, aber... Ratchet sprang und sprang und hey, was soll das ganze Gespringe? Ah, hier geht's weiter. Dann gucken wir mal, was oben ist. Es ist immer vorteilhafter, ah, guck, sich umzuschauen. Bei Raging Clan findet man immer versteckte Wege. Und dadurch meistens goldene Bolts oder Holo-Karten. Dann gucken wir uns mal die an. Ah, Quark und Ratchet. Ein Heldensatz. Und wir haben jetzt drei Duplikate. Sehr Du gut. hast ja genügend Bolts für einen Pyrozitor. Und weißt du was? Ich habe einen auf Lager. Das ist gut, aber Erledigt wir den sind Landmann! jetzt kein Pyrozitor. So, gleich ist schon unsere Waffe aufgelevelt. Okay. Da wäre es mal wieder hier. Ah, Wer sich mit dem Blatt anlegt, bereit ist. Oh je, keine Munition. Keine Munition mehr. Mehr. Dann würde ich ganz klar los. Eins. Und zwei. Schnell, wir brauchen mal Munition. So. 15 Schuss. Ah, wir haben ja noch die hier. Alle besiegt. Okay, dann holen wir uns jetzt mal schnell die Münzen.
Ich hoffe, diesmal ist die Lautstärke auch besser. Denn das war irgendwie zu leise. Da kommen schon die Gegner. Gegner erledigt. Oh. Zappalot! Diese miesen Blark haben die Übertragung gestört. Wer wird uns jetzt retten? Oh, Hallöchen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich war... Hey, kennen wir uns schon? Ich verspüre ein leichtes Déjà-vu. Ich glaube nicht. Die alte Denkfabrik braucht wohl mal einen Klempner. Wie auch immer, ich habe versucht, einen Notruf an die Schutztruppen zu senden, seit Dreckstruppen aufgetaucht sind. Die gesamte Region ist voll von Blagtransportschiffen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ja, ich kann nirgendwo hin, bis ich diesen Infobot Captain Quark übergeben habe. Wir waren auf dem Weg zu ihm, als unser Schiff getroffen wurde. Können wir einen Blick darauf werfen? Aber natürlich, stibitzt von einem der Blark-Soldaten. Bitte sehr. Oh, Hallöchen. Ich bin Alonso Drake, Vorsitzender von Drake Industries. Viele von euch fragen sich bestimmt, warum marschieren 300 schwer bewaffnete Kampfbots bedrohlich zu einem Schlachtschiff der Klasse G? Die Antwort ist einfach, Freunde. Fortschritt. Vor vielen Jahren mussten wir unter die Erde wegen der Luftverschmutzung, die vielleicht angeblich, aber ganz definitiv von der Firma meines Vaters verursacht wurde. Seither betreiben wir statt Roboterbau den Planetenbau. Jetzt, da unser Projekt sich dem Abschluss nähert, müssen wir mit allen Mitteln den Zeitplan einhalten. In diesem Falle heißt das, unsere freundliche Kampfbordarmee muss jene vernichten, die uns aufhalten wollen. Die guten Neuigkeiten, die haben keine Ahnung, dass wir kommen. Also lehnt euch gemütlich und beruhigt zurück, denn ihr wisst, Drake Industries arbeitet für euch. Drake Industries arbeitet nicht für euch. Na, wie ich sehe, hast du ein paar Transportprobleme. Treffen wir uns doch bei deinem Schiff. Wir machen dich wieder fit und abflugbereit. Geronimo! Ist der Typ echt das Abwasserrohr runter? Naja, es sieht wie der schnellste Weg nach unten aus. Probieren wir es. Immer abchecken, ob es etwas gibt. Oh, war da etwas? Nee. Okay. Aber hier ist was. Hey, mein 120 Gold. Oh, das ist gut. Richtig viel Gold. Ich meine Bolts. Das war super. Wollen wir nochmal? Über 1000. So. Oh, ich glaube, Bürgermeister Backwash steckt in der Klemme. Wir reparieren dein Schiff bald, aber im Moment braucht er deine Hilfe. Okay, jetzt können wir die neue Waffe holen, die Protonentrommel. So, und jetzt auf Viereck können wir schon sogar eine Waffe verbessern, und zwar die Protonentrommel, damit wir mehr Holokarten kriegen. Besten, oder? Nee, warte, dann machen wir von allem etwas. Sowohl mehr Dauer und größer Wirkungsbereich und mehr Holokarten. Okay. Dann, wow, da haben wir es mit vielen Schurken zu tun. Verdammte Blag, die sollten sich was schämen, einen hilflosen Planeten zu überfallen. Ja. Was ist das Problem? Über mehrere Sekunden weg kriegt es Chance. Okay.
Du machst das klasse. Wir wollen auch langsam mal die Waffe verbessern, ne? Hey, das ist eine Statue von Cora Verolux. Sie war die jüngste Rekrutin der galaktischen Schutztruppen aller Zeiten. Schade Gegner, um deine Waffenstufe zu erhöhen. Jede neue Stufe erhöht neue Raritäten und Aufrüstungen. Also das heißt, wenn wir jetzt wieder bei diesem Händler beim Gadgetron Geschäft sind, können wir jetzt neue Sachen an unsere Waffen aufrüsten. So. Haben wir alle Kisten? Noch nicht ganz. Jetzt aber. Hier ist auch noch was. So. Nehmen wir wieder mal die Protonentrommel. Am besten jetzt schicken. So, jetzt sind wir nochmal die Stufe aufgestiegen. Das waren bestimmt noch nicht alle von denen. Habe ich alles aufgesammelt? Okay. Dann den Brenner ausrüsten. Oh nein. Ich kann nur einen Lenkwert haben. Du bist eine Weltraumratte. Oh je, keine Munition mehr. Oh je, noch mehr von denen. Das Bürgermeisterschiff. Dies ist eine Nachricht an die galaktischen Schutztruppen. Bitte, wir brauchen Hilfe. Hier ist Agnok Backwash, Bürgermeister des Tobruk-Kraters auf Novalis. Bürgermeister Backwash hält ohne unsere Hilfe nicht lange durch. Neue Holokarten und Gravitarium. Dann schauen wir uns mal kurz die Holokarten an. Aufschmeißer. Was haben wir dadurch frei? Wir können, falls wir das Spiel einmal durchgespielt haben, die Omega-Version davon kaufen. Das heißt, unsere Waffe, unsere Schmelzgranate kann höher als Level 5 werden. Komm und kauf dir einen Pyrozitor. So. Ich glaube, hier reicht es erstmal. Ich mache einen kurzen Cut. Und dann befahren wir gleich den Bürgermeister.